Okay, wir sehen hier den ersten Marker. Das ist klar, das ist die Landebahn. Sollte auf jeden Fall einer angreifen. Der letzte Wegpunkt, beziehungsweise der Wegpunkt 5, ist quasi an der Schwelle zur Startbahn. Also wer die Startbahn angreifen möchte, Freiwillige vor. Ich. Okay, dann haben wir zwei Abstellplätze. Den ersten, den habe ich jetzt gerade markiert. Dort stehen Jäger. Hier ist ein bisschen schwieriger, weil das Ganze nicht ganz parallel zur Landebahn ist. Wer das angreift, der muss also beim Wegpunkt 4 erstmal noch eine Weile quasi Richtung Norden fliegen, um dann diese Linkskurve zu kriegen. Freiwillige vor. Okay. Mervi. Ich versuch's. Das war jetzt aber stockend. Dann haben wir die jetzige Markierung. Dort stehen Bodenangriffsflugzeuge. Ist ebenfalls nicht ganz parallel zur Landebahn, ein bisschen einfacher wie der Abstellplatz für die Jäger. Andy? Ja. Jo, und dann habe ich noch was für mich. Da steht eine SAM-Batterie. Die werde ich höchstwahrscheinlich nicht finden. Wobei, ich versuch's mal. Gibt es da irgendwas, wo ich mich orientieren kann? Missile Trails. Ja. Ah ja, genau, das. Okay, kann losgehen. Okay, 3, 2, 1, go. Afterburner auf 2 und Rechtskurve auf B1. Irre ich mich oder sind das jetzt die gleichen Bomben, die man gerade hergenommen hat? Das sind die gleichen wieder, ja. Das sind diese Okay. High-Drag-Bomben für Tiefflugangriffe. Ja, ich glaube, es sind alle dran dann. Ich beschleunige mal auf 650 Ja. Isla, ich glaube, ich bin auf deiner 9,5 Uhr. Du bist, glaube ich, an dritter Position. Nee, ich Nee, glaube, ich bin ganz vorne. Isla ist, glaube ich, Mal rechts von wieder uns. vorbei am Para. Ja. Dann bist du vor mir, Andi? Ja. Okay. Ja, der immer ab vom Schuss ist, das bin immer ich. So, wir nähern uns der Küste, deshalb Fans in, Lichter aus. Außerdem sollten wir noch die QFI für unser Ziel eingeben. QFI fürs Ziel ist 1009. Also fast gleich wie unser jetziger. Und
Weiterhin bitte jetzt den HUD-Höhenmesser auf Radar umschalten. Ich verabschiede mich mit schon mal, war mir eine Ehre, mit euch gedient zu haben. Zwölf Kilometer bis Wegpunkt B3. Wir werden dann nach links abdrehen zu unserem IP B4. Drei Kilometer bis B3. Und Check Turn Left auf 270. Auf die Höhe achten. Geschwindigkeit 700. Höhe maximal 50 Meter. Noch 15 Kilometer bis zum IP. Wir beschleunigen mal langsam. Immer noch mit Full Military Power ohne Afterburner. B4 fertig machen zum Angriff. Nach rechts wegdrehen. Ich habe SAM-Radar auf 1 Uhr. Nee. Beschleunigen mit Nachbrenner in Stufe 2, tief bleiben. Mach 0,85 ist eine gute Geschwindigkeit. SAM Launch voraus, tiefer gehen. Oh shit. Ah, oh, mich hat er erwischt. Scheiße. In 30 Meter. Rächt mich! Also viel tiefer kann ich nicht mehr runter. Ja, normalerweise, bisher war es immer so, wenn du unter 50 Meter warst, dann haben die SAM explodiert. Sind die SAM explodiert, aber wäre auch langweilig, wenn es immer funktioniert. So, jetzt Pop-up. Ja, Pop-up, Ziele suchen. SAM Launch, SAM Launch. Ja, auf mich. Oh, oh nein. Isla, okay, zu früh geworfen, aber du hast die Landebahn noch getroffen. Rakete! Oh.